Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, in den kommenden Minuten über neue Hoffnung dank Immuntherapie zu berichten. Ich möchte Ihnen zeigen, warum die Immuntherapie auch bei Patienten, die sehr fortgeschrittene Erkrankungen haben, immer noch wirken kann, und ich hoffe, Sie Ihnen einen spannenden Vortrag bieten zu können. Krebszellen, wenn die entstehen aus unseren gesunden Körperzellen, sind fremdartig. Das heißt, wenn wir hier jetzt die gesunden Körperzellen sehen und wir rauchen oder unsere gesunden Körperzellen eben schädigenden Substanzen wie Tabak oder der Sonne aussetzen, natürlich nicht nur schädigend, aber auch schädigend, dann wird die DNA verändert, die Erbsubstanz dieser Zellen. Die Zellen werden sich nicht mehr ganz so an Regeln halten. Es gibt so einen Übergangsstatus, wo die Zellen zu wachsen beginnen. Und wenn wir jetzt weitergehen, entsteht dann hier, wenn wir weiter rauchen zum Beispiel oder weiter uns UV-Strahlung aussetzen, ohne uns zu schützen, wird ein Krebs entstehen. Und diese Krebszellen sind so andersartig, dass sie eben von den Immunzellen oder den Abwehrzellen erkannt werden. Diese Krebszellen haben dann eben die Eigenschaft, dass sie aus dem Organ auswachsen, in andere Organe gehen und andere Organe auch zerstören. Eben Krebszellen sind anders und können vom Immunsystem erkannt werden. Um das nochmals zu zeigen, habe ich dieses Dia gemacht, zu zeigen, dass eben die T-Zellen oder die sogenannten Polizistenzellen normalerweise ja Mikroorganismen erkennen, zum Beispiel Bakterien oder Viren, Pilze, Parasiten, Viren aktuell ganz aktuell, oder? Und wir mit der Impfung zum Beispiel eben gegen das SARS-CoV-2-Virus uns schützen können. Da, wie ich schon gesagt habe, die Zellen sich so verändern, die Krebszellen so verändern von den gesunden Körperzellen, dass sie auch vom Immunsystem erkannt werden können, kann die T-Zelle oder die Polizistenzellen häufig oder bei vielen Tumorarten, wo es sehr viele DNA-Veränderungen, Genmutationen gibt, durch zum Beispiel schädigende Substanzen, kann die Abwehrzelle auch die Tumorzelle erkennen und die Tumorzelle eliminieren. Nochmals, um das zusammenzufassen, Krebszellen sind anders und können vom Immunsystem erkannt werden. Die Immuntherapie benutzt jetzt nicht wie ein klassisches Medikament, das wir jetzt hier links sehen, nicht einen direkten Angriffspunkt auf den Tumorzellen, zum Beispiel hier ein Antikörper oder ein Medikament, das die Krebszelle direkt angreift und eliminiert. Die Immuntherapie benutzt einen indirekten Angriff. Sie benutzt die Abwehrzelle, die aktiviert wird. Sie löst Bremsen auf der Abwehrzelle, damit sie die Krebszelle wieder erkennen kann. Weil eben während der Krebsentstehung nicht nur die Krebszellen sich verändern, sondern die Krebszellen entwickeln auch Mechanismen, um die Immunzellen abzulenken oder die Immunzellen zu hemmen oder zu bremsen. Und diese Bremsen lösen wir mit diesem indirekten Angriff bei der Immuntherapie. Hier sehr schön von Matthias Oeckerli dargestellt, eine Immunzelle oder eine T-Zelle, die kleine Zelle oben, die eine Krebszelle angreifen kann, weil diese Bremsen eben nicht mehr da sind und diese Bremsen die T-Zelle nicht hemmen, und die T-Zelle kann so die Krebszelle oder die Abwehrzelle kann so die Krebszelle direkt zerstören. Diese Medikamente, die wir häufig benutzen, diese Immun-Checkpoint-Inhibitoren, greifen an diesem Wechselspiel zwischen der T-Zelle und auch der Krebszelle direkt an. Und wenn wir hier einen Patienten mit einem schwarzen Hautkrebs, das sind sicher nicht ganz schöne Bilder, aber das sind tatsächlich Bilder von Patienten oder Patienten, die wir so sehen. Wenn wir hier einen Patienten mit einem schwarzen Hautkrebs sehen, oben die Bilder, Ableger im Bereich der Haut und des Unterhautgewebes, und wenn wir hier eben solche bremslösenden Medikamente oder Immuncheckpoint-Inhibitoren geben, können wir sehen, dass bei einem Teil der Patienten dies zu einem deutlichen Rückgang und in diesem Fall sogar zu einer langfristigen Kontrolle dieser fortgeschrittenen Krebserkrankung führen kann. Diese Immuntherapie mit diesen sogenannten Checkpoint-Inhibitoren oder Immun-Checkpoint-Inhibitoren hat zur Verleihung oder die Entwicklung dieser Medikamente hat zur Verleihung des Nobelpreises im 2018 an Jim Allison und Tasuku Honcho geführt,
Und wir sehen hier bei Patienten mit schwarzem Hautkrebs, fortgeschrittenem schwarzen Hautkrebs mit Ablegern in verschiedenen Organen, sehen wir, dass nach 5 Jahren die Hälfte der Patienten mit diesen neuen Medikamenten, hier dieses Nivolumab und Ipilimumab, in dieser Überlebenskurve, die oberste Kurve ist eine Kombinationstherapie, dass die Hälfte der Patienten immer noch leben. Das ist sehr, sehr vielversprechend und hat natürlich zu einer massiven Verbesserung dieser Patienten geführt. Leider ist es nicht bei allen Krebsarten so gut wie beim Melanom. Zum Beispiel beim Lungenkrebs, wenn wir sehen, das sind auch Patienten mit Lungenkrebs, mit Ablegern. Und wenn wir schauen hier, die Überlebenskurven, die blaue mit der Immuntherapie ist zwar besser als die mit der Chemotherapie, die rote Kurve. Aber was wir leider auch sehen, ist, dass das Überleben leider nicht so gut ist wie beim Melanom, sondern nach 5 Jahren nur noch etwa 13,4% der Patienten leben. Das heißt, der größte Teil der Patienten, trotz dieser neuartigen Immuncheckpoint-Inhibitoren, stirbt trotzdem an dieser Erkrankung. Und hier bleibt natürlich sehr viel Raum, die Therapie zu verbessern. Und hier setzen auch unsere Forschungsbestrebungen an, eben diese Krebsimmuntherapie zu verbessern. Eine Möglichkeit, die Immuntherapie zu verbessern, ist, dass man die Immunzellen anstatt im Menschen selber manipuliert, also Medikamente gibt, die die Immunzellen im Patienten aktivieren, vom Patienten die Immunzellen isoliert, also über das vom Blut wegnimmt und in der Zellkulturschale oder in der Zellkultur außerhalb des Menschen oder des Patienten manipuliert und verändert, so dass sie die Tumorzellen wieder zerstören kann oder erkennen kann und zerstören kann, wie man hier sieht. Eine dieser Optionen ist, dass man eben die Zellen aus dem Blut gewinnt und dann diese Zellen vermehrt oder aktiviert oder auch genetisch manipuliert, dass sie die Krebszellen wieder erkennen kann. Eine andere Möglichkeit ist, dass man die gelähmten Immunzellen oder Abwehrzellen, T-Zellen, aus dem Tumor direkt isoliert, weil wir wissen, dass die T-Zellen, die bereits im Tumor sind, dass die besonders gut den Tumor erkennen können und häufig von den Tumorzellen gelähmt werden. Und wenn wir das machen, nehmen wir ein Stück Tumor, wir zerkleinern den Tumor und produzieren eine große Anzahl an Polizisten oder T-Zellen, die wir dann dem Patienten zurückgeben können. Wir haben am Universitätsspital Basel jetzt ein solches Programm installiert. Das ist ein Programm, bei dem wir eben diese tumorinfiltrierende Lymphozyten oder TIL, sagen wir dem, gewinnen. Und das passiert hier bei uns im Labor, im Zentrum für Lehre und Forschung, Department Biomedizin, haben wir einen Reinraum, wo wir diese Zellen produzieren können. Wir sehen hier 2 Kollegen von mir, die eben diese Tumore zerstückeln, die wir vom Chirurgen erhalten haben und dann diese Zellen expandieren in Zellkultur. Wenn das fertig ist, kriegt man einen Sack voller T-Zellen oder Abwehrzellen, ähnlich wie eine Bluttransfusion, kann man das zurückgeben. Und wir sehen jetzt, wie die 2 Forschenden hier rechts eben vom Zentrum für Lehre und Forschung direkt in die Klinik gehen, also wirklich vom Bench to Bedside, und die Zellen werden dann auf der Hämatologie im Zelltransplantationssetting verabreicht. Wir sehen hier einen Patienten, der so eine Therapie erhält auf der Isolierstation. Und das sind jetzt wieder auch nicht so schöne Bilder, das ist so. Der Patient, den ich jetzt gerade gezeigt habe, hat hier einen Tumor unter der Haut im Bereich des Halses, der eben auch eine Wunde gemacht hat. Und wir sehen jetzt nach Verabreichung dieser T-Zellen, die wir hier produziert haben im Labor, dass hier der Tumor zurückgeht, obwohl der Patient sonst keine guten Optionen mehr gehabt hätte. Es ist ein Melanom, ein schwarzer Hautkrebs, der eben nicht auf die klassische Immuntherapie angesprochen hat, also eben nicht zu diesen 50% gehört, die sehr gut von der Immuntherapie, Checkpoint-Inhibitoren-Therapie profitiert haben. Eine andere Option ist, dass wir Zellen aus dem Blut gewinnen, das habe ich schon genannt, und dann eine sogenannte Blutwäsche machen, eine Apherese, das machen wir auch zusammen mit den Kollegen der Blutspende am Universitätsspital. Und dass wir dann diese Zellen aktivieren, genetisch manipulieren. Wir können zum Beispiel Rezeptoren oder Eiweiße reinpflanzen, genetisch in diese Zellen,
sogenannte CAR-T-Zellen machen, also chimäre Antigenrezeptor-T-Zellen, die den Krebs sehr gut erkennen, die Zellen aktivieren und dann diese manipulierten Zellen retransfundieren, die dann eben aktiviert werden, wenn sie den Tumor sehen und eben nur wenn sie auf dem Tumor ein zum Beispiel spezifisches Eiweiß, zum Beispiel CD19 finden, aktiviert werden und dann den Tumor zerstören können. Ein aktuelles Projekt auch auf der Onkologie bei uns und auch bei uns im Labor ist, T-Zellen herzustellen oder CAR-T-Zellen herzustellen, die ein Protein, dieses FAP oder Fibroblast Activation Protein erkennen. Wie man unten sehen kann, schwarz hier bei vielen verschiedenen Patienten mit verschiedenen Tumorarten, zum Beispiel Lungenkrebs, Prostatakrebs oder auch Brustkrebs, ist dieses FAP aufreguliert und der Plan ist eben, CAR-T-Zellen zu produzieren oder Polizistenzellen zu produzieren, die spezifisch diesen Tumor erkennen und dann dem Patienten eine Verbesserung bringen, indem man diese T-Zellen oder Polizistenzellen dem Patienten zurückgibt. Ich möchte zusammenfassen, die Immuntherapien haben die Prognose von vielen Krebspatienten verbessert. Die Immuntherapie benutzt das Immunsystem und eben nicht direkt, ist nicht ein direktes Medikament, sondern ein indirektes Medikament, das die Abwehrzellen aktiviert. Abwehrzellen können auch im Labor vermehrt werden, außerhalb des Patienten und eben hier haben wir viele Möglichkeiten, diese Zellen zu manipulieren und zu aktivieren. Abwehrzellen können genetisch auch so verändert werden, dass sie spezifisch Tumorzellen erkennen und abtöten können. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen.